Hallo und herzlich willkommen aus der Redaktion des Geistblog zu einer ganz besonderen Ausgabe von Losmar Schwade. Losmar Schwade meets Geistblog meets Kölner Stadtanzeiger. Eine große Kooperation heute für einen besonderen Gast, denn wir begrüßen heute Igor Barisic. Ganz herzliche Willkommen hier und schön, dass Sie da sind für ein besonderes Gespräch über ein besonderes Thema, das viele Fans des 1. FC Köln bewegt. Ich begrüße auch sehr herzlich Christian Löhr, die Reporterlegende. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vom Kölner Stadtanzeiger. Und wir haben heute Abend vor, ein bisschen über die Transfersperre, über den Transferstreit rund um Jakub Czubak-Potocznik zu sprechen. Das werden wir in aller Ausführlichkeit tun. An der Stelle aber auch nochmal ein großes Dankeschön an Losmar Schwade für die Organisation dieses Gastes, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Und zwar pünktlich zum achtjährigen Bestehen von Losmar Schwade. Da ein ganz großes, herzliches Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch in die Runde. Und deswegen lassen wir dann direkt mal loslegen, nicht viel Zeit verlieren. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch gemerkt, es ist ein großes Thema. Wir haben sehr viel vor. Christian, du hast vorhin schon mal gesagt, wie wir es machen wollen. Am besten steigen wir ganz früh ein, oder? Ja, nochmals vielen Dank, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, nach Köln, um uns hier mal zu besuchen. Ja, wir haben gerade schon kurz gesprochen. Olympia-Jubiläaner hat in Köln ja einige Berühmtheit erlangt. Ich muss selbst gestehen, bevor die Geschichte mit Jakub Potocznik losging, habe ich mich gar nicht so sehr mit beschäftigt. Jetzt schon, man hat ja teilweise mitgefiebert, wie es denn so läuft international bei Ihnen. Sie haben jetzt wieder es geschafft, international dabei zu sein. Und das ist ja offenbar auch so ein bisschen Ihr Geschäftsmodell, mit einem vergleichsweise kleinen Club Spieler auf die europäische Bühne zu bringen. Absolut, ja. Wir haben jetzt die Saison als Dritter beendet und das letzte Ziel wurde nicht erreicht. Aber gut, wir sind zufrieden. Das erste Jahr in Europa, das war der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Also Olympia Ljubljana war noch nie in der Conference League oder irgendwo in der europäischen Ligen. Wir haben dieses Jahr 2 Siege errungen und wir sind zufrieden. Wie sind Sie zu Olympia gekommen? Wie ist Ihr Weg in den Fußball gewesen? Ja, unser Präsident und ich haben uns jahrelang mit dem Fußball beschäftigt und haben uns immer gedacht, was können wir machen, wie können wir einen Verein übernehmen, dass es einen Sinn ergibt, allgemein, finanziell und sportlich. Und dann sind wir auf Olympia draufgestoßen, weil es mehrere Faktoren sind, wo es einen Sinn ergibt. Und vom Budget her, von der Infrastruktur, sagen wir so, es gibt keinen besseren Verein in Europa, dass man für weniger Geld übernehmen kann. Und allgemein finde ich das auch, dass man einfach wie bei uns in Slowenien kann man Europa nicht erreichen. Mhm. Also sagen wir, wenn man es vergleicht mit der Bundesliga oder mit Österreich oder sagen wir, die anderen Ligen in Europa, da braucht man viel, viel, viel mehr Budget, viel mehr Geld dafür. Der FC hat Conference League damals erreicht mit einem Budget von wahrscheinlich, oder einem Gesamtaufwand von 150 Millionen. Lizenzspieler Etat damals rund 60. Ja, was braucht man so bei Olympia Ljubljana? Wir haben 5 Millionen circa gebraucht, ja. Und dann haben die Conference League erreicht, ja. Hätte man damals Toni Modest für bezahlen können, eigentlich. Klingt nach einem recht kurzen Weg. Ja. Als Sie damals Olympia Ljubljana übernommen haben, das war, glaube ich, im Herbst 2021, genau. Haben Sie ja auch relativ früh mit dann eben den deutschen Eignern gesagt, okay, wir werden hier ein Ausbildungsverein sein, wir wollen ein Sprungbrettverein sein, mhm. Der sich eben europäisch versucht zu präsentieren, um Spielern die Chance zu geben, auf der großen Bühne stattzufinden. Sie haben auch, glaube ich, damals den Fans, die kritisch waren, gesagt, es würde nicht passieren, dass sie junge Leute abgeben, sondern sie wollten ausbilden. Und dann hörten sie aber relativ bald, dass einer ihrer talentiertesten Spieler auf dem Absprung war. Wie ging das damals los? Wie haben Sie das mitbekommen? Ja, es ist so, dass in Slowenien war ein Gebrauch, dass die jungen Spieler, also quasi Kinder, sagen wir mal Kinder,
16, 17, dass sie verkauft werden. Die großen Vereine kaufen, die übernehmen die. Ob jetzt AS Rom hat man einen Spieler für 200.000 Euro und 16-Jährigen gekauft. Einfach mal so. Die Vereine haben die Möglichkeiten nicht, oder finanzielle Möglichkeiten nicht wie in Deutschland. Und die versuchen so zu überleben, indem sie junge Spieler verkaufen, junge talentierte Spieler verkaufen. So, die landen dann meistens irgendwo in der zweiten oder in der Primavera in Italien und kommen irgendwann mal zurück. So, wir haben gesagt, wir wollen die Kinder nicht verkaufen, wir wollen unsere Spieler selber ausbilden, wir haben eine Struktur aufgebaut im Verein und wollten eben genau den gegengesetzten Weg wie von denen, den wollten wir gehen. Und das haben wir auch geschafft und sagen wir nach 2 Jahren harte Arbeit, das war nicht einfach für uns alle, haben wir dann die Meisterschaft, den Pokal und die Conference League erreicht. Und das war halt schon eine große Nummer für uns alle. Aber Potocnik haben Sie verloren damals. Den Potocnik haben wir leider verloren, ja. Das ist sozusagen das Gegenteil Ihres Konzepts war. Leider ja. Das war ja so, war leider so nicht geplant, aber ich muss sagen, es war also, es ist eigentlich wie es unser Präsident es gesagt hat, es war wie im falschen Film. Da haben sich ja, glaube ich, alle Beteiligten im falschen Film gefühlt. Absolut. Nicht nur Ljubljana, Potocnik selbst auch, der Spieler mit seiner Familie, der erste FC Köln aber auch. Denn jeder hat ja so seine Positionen, glaube ich, gehabt. In dem Moment hat sie ja dann auch sehr lange vertreten. Wie liefen die ersten Kontakte mit dem FC damals? Und zwar jetzt nicht rund um den Transfer im Januar 22, sondern ja schon vorher. Ja, der erste Kontakt war ja, das war ja von der Mutter. Die Mutter und der Vater sind zu uns ins Büro gekommen und wollten mit uns reden und haben uns von dem Interesse von der ersten FC Köln erzählt. Haben uns auch erzählt, dass die in Köln waren, sich das Trainingszentrum angeschaut haben, das Angebot von der ersten FC Köln, natürlich eine Großstadt, Bundesliga-Niveau, ganz was anderes für die. Und die Mutter hat mir mehr oder weniger gebeten, den Kleinen freizugeben oder quasi, wir sollen jetzt den Vertrag auflösen. Das ist eine große Möglichkeit für ihn und für uns auch. Wir sollen den Vertrag auflösen und wir sollen den Kleinen nach Köln lassen, weil der bei der ersten FC Köln erstmal das 5-fache von uns oder 10-fache verdient für uns. Und das Zweite waren die Schule, die ihm versprochen worden ist. Auch eine internationale Schule, dann das Gehalt. Die Eltern kommen nach Deutschland, kriegen eine Arbeit und ich habe das sofort abgelehnt. Wir waren da gesessen und ich war erstaunt. Ich wusste erstmal nicht, wie sie jetzt erstmal auf den FC Köln kommen. Das war für mich es war schon neu für uns. So, und dann, ich habe das der Mutter abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, ich sehe es anders. Ich sehe es eher, dass er jetzt zu Hause die Schule fertig machen soll. Bei uns wird am besten aufgehoben. Wir sind anders, wie die davor waren. Wir wollen die Jugend fördern. Und ich habe das abgelehnt. So. Und dann kam der Berater. Dann ist der Berater auf uns zugekommen und hat uns über den Transfermöglichkeit, das war die Höhe, sprach von 500.000 Euro. Goran Schukala war das. Er kam zu uns ins Trainingslager. Ich saß zusammen mit meinem Sportdirektor, mit dem Direktor Sport, dem zweiten Mann. Und der meinte, 350.000 würden wir Ablöse bekommen. Und ich habe gesagt, nein, ich verkaufe den Spieler nicht. Wir verkaufen keine Kinder. So ist es. Das war aber noch in der Phase, ja, Kaputoschi hatte ja bei Ihnen einen Vertrag unterschrieben. Er hat einen gültigen Profivertrag unterschrieben. Der ist, glaube ich, 16 geworden im Juni und hat ein paar Wochen, 2 Wochen später den Profivertrag unterschrieben, wurde sofort Nationalspieler, ein paar Wochen später Nationalspieler, traf dann auch gegen Kroatien, glaube ich. Das war das beste Spiel von ihm. Gegen Österreich hat er, glaube ich, auch. Genau, und dann sind sie alle auch aufmerksam auf ihn geworden. Ja. Und ja, und dann war die Sache mit Corona. Dann ist er erkrankt worden, ich glaube im Dezember oder Anfang Dezember war er krank und er war 2 Wochen war er in Quarantäne und danach kamen die Eltern zu uns. Mhm. Die wollten unbedingt zum ersten FC Köln. So. Ja, so wie es. Gut, dann haben sie es abgelehnt. Jetzt würde man ja im ersten Moment sagen, Geschichte vorbei, aber sie war ja nicht vorbei. Was haben Sie unternommen, um ihn
zu halten? Es war ja, erstens, ich habe das denn gar nicht richtig abgenommen. Das ist wirklich erst der FC Köln. Es ist ein großer Bundesliga-Verein, seriöser Verein. Ich habe kein Angebot, ich habe nichts gehabt schriftlich. Hm. Es war nur Gerede. Und also von 1. FC Köln war ja gar nichts, war gar nicht meine Interessenbekundung, war gar nichts da. Die Mutter hat es erzählt, der Berater, aber ich kriege ja jeden Tag Anrufe von welchen Beratern und so. Und dann war das so, waren wir die letzten Tage im Trainingslager. Das war, ich frage Sie jetzt nicht, was für ein Tag das war. Und dann hieß es, der Kleine will den Vertrag auch. Ich bekam einen Anruf. Das war Winterpause, Wintertrainingslager. Wintertrainingslager, ja. Anfang Januar war das. Ja. Und der Kleine wird den Vertrag auflösen. Bei uns, er geht zum 1. FC Köln. Der will es jetzt zwingen. Und dann darauf hinaus habe ich, habe keinen gekannt bei Köln. Und da habe ich über einen Bekannten von mir, einen Sportdirektor aus der zweiten Liga, habe ich die Nummer von Matze Heidrich bekommen. Und den habe ich dann direkt kontaktiert. Jetzt kenne ich die Abläufe nicht, ich habe noch nie einen Spieler transferiert. Ich stelle es mir vor, normalerweise rufen Sportchefs einander an und man sagt ihnen, wir hätten gerne einen Spieler, das ist unser Angebot, und dann sagen sie nein und dann ist es vorbei. Oder wie funktioniert es? Ja, normalerweise bei uns ist es so, dass unser Sportdirektor, wir haben jetzt einen Spieler gekauft, auch zwei, drei Spieler gekauft, der Sportdirektor ruft sich mit dem Verein oder spricht erstmal mit dem Berater, ob der Spieler überhaupt zu uns kommen möchte, wie sind seine Gehaltsvorstellungen, ob wir das bezahlen können. Und dann geht es an den Verein und dann heißt es, ja, wie können wir uns einigen? Oder was ist die Summe für den? Was kann man zahlen? Ob man gleich sofort bezahlt oder in Raten oder je nach. Das ist immer so eine Einigungssache. Normalerweise, das ist der normale Weg. So, was hat denn anders, dass der Kleine den Vertrag auflösen wollte, beziehungsweise nicht der Kleine, die Eltern wollten den Vertrag auflösen und wollten unbedingt zum 1. FC Köln. So, ich rief dann den Herrn Matze Heidrich an und habe ihm gesagt, dass wir wissen, dass sie unseren Spieler haben möchten. Und ich verstehe nicht, warum er mich nicht anruft, warum wir uns nicht einigen können. Ja, wer sind Sie denn? Ja, habe ich gesagt, ja, mein Name. Ja, schicken Sie mir mal bitte eine WhatsApp-Nachricht und vielleicht eine Visitenkarte. Okay, das tat ich dann auch. Ich schickte aber ihm meine Visitenkarte, eine Nachricht. Ja, es geht um den Erkaczuba Potocznik. Ich gebe die Infos weiter. Okay, der Präsident wird sich melden bei unserem Präsidenten. Und dann habe ich auch dem Herrn habe ich auch die Visitenkarte von dem Präsidenten von uns geschickt. Und daraufhin kam gar nichts mehr. Und dann habe ich ihm noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt, habe ihn gebeten, sollen sich bitte melden. Wenn der Vertrag aufgelöst wird, werden wir rechtliche Schritte unternehmen. So, und dann kam es so, wie es kam. Es gab vorher ja schon einen E-Mail-Austausch zwischen der Mutter und dem Verein, dass die Mutter darauf hingewiesen hat, dass der Verein sich an gewisse Dinge nicht halten würde. Ja. Darauf hat der Verein dann reagiert, hat aber gesagt, künftig wolle man sich dann entsprechend an die Vereinbarung halten. Ja. Die Mutter hat einen Satz, das habe ich in den Unterlagen gelesen, da bin ich drüber gestolpert, dass die Mutter gesagt hat, dass sie nicht verstehen könne, was der Verein damit meine, dass der Verein entscheide, wohin der Sohn verkauft werden würde und nicht der Spieler selbst. Das war nie das Thema. Das ist schon ein Vorwurf damit ja verbunden. Absolut, nein. Ich höre das erste Mal das Ganze. Ich habe mit der Mutter nie, es ging nie um den Verkauf von dem Jungen. Man muss dazu sagen, dass wir in Slowenien bei uns nur die Profiverträge gelten. Ob jetzt ein Spieler 16 ist oder 30 oder 25, die haben alle gleiche Verträge. Da sind die gleich, jeder von uns, also der Verband hat die FIFA-Verträge, sind alle gleich und wir unterschreiben sie bei allen Spielern. So, damit schützen wir uns vor großen Vereinen, damit können wir unsere jungen Spieler Talente halten. So. Die Mutter war der Meinung, dass der Spieler unbedingt bei der ersten Mannschaft dabei sein muss. Nachdem er erkrankt war, mit 16 Jahren. Es war aber, wir haben gerade den Verein übernommen, wir haben mit ihm geplant, wir haben auch für den Sommer mit ihm geplant. Wir haben jetzt auch, jetzt diesen Trainingslager im Winter auch, ein paar Jugendspieler, drei oder vier Jugendspieler dabei, auch einen 16-Jährigen dabei gehabt. Es geht halt nicht über Nacht. Und es funktioniert halt nicht. Er war beim 1. FC Köln jetzt auch nicht im Kader bei der ersten Mannschaft, hat mit der ersten Mannschaft trainiert. Es geht halt nicht. Er ist noch nicht so weit. Er ist gut, aber er ist noch nicht so weit. Er ist noch ein Kind. Es ging ja um die Absprachen. Ne? Auch in dieser Mail der Mutter ging es darum, man habe dem Jungen versprochen, mehr oder weniger, wir bringen dich groß raus. Du
trainierst bei den Profis mit, du bekommst einen eigenen Fitnesstrainer. All diese Absprachen seien nicht eingehalten worden. Gab es die oder gab es die nicht? Also oder? Von uns gab es keine. Okay. Weil ich habe damals wir haben mit dem Kleinen den Profivertrag nicht unterschrieben. Wir haben quasi den Verein übernommen und die ganzen Verträge. Mhm. Die sogenannte Due Diligence haben wir damals übernommen. Also da waren die ganzen Verträge, war alles drin. Das wurde alles aufgelistet, jeder einzelne Vertrag, jede einzige Vereinbarung, Zusatzvereinbarung. Okay. Und da war nirgendwo eine mündliche Vereinbarung oder irgendwas für eine bestimmte Ablösesumme, dass der Junge gehen kann oder irgendwelche Sondervereinbarungen mit ihm. War ja nicht, es gab ja auch nichts. Haben sie auch nichts gezeigt. Es gab einen Profivertrag wie die ganzen anderen 20 oder 25 Spieler. Und da waren keine Anhänge dran geheftet. Absolut nicht. So, weil das ist ja das, wie wir es uns immer vorstellen. Ne? Ja, ja. Der kriegt dann so seinen Standardvertrag und dann steht hinten dran noch ein Angelteich und ein paar Autos nicht. Oder so. Was nein, absolut nicht. Ja, ja. Bei dem, es ist üblich auch, aber wir haben ja nichts. Wir haben es so übernommen, das war ein ganz normal. Ich meine, der Junge ist gerade 16 geworden, hat den ersten Profivertrag in seinem Leben unterschrieben mit 4 Monate oder 3 Monate vorher. Das große Problem, das ja dann aufkam, das nächste große Problem war eben diese vermeintliche feste Ablöse bei einem Wechsel ins Ausland für 100.000 Euro. Das, wissen Sie, das, also meiner Meinung nach war das alles abgekartetes Spiel. Die haben das alle gewusst, die brauchen mir nicht erzählen, dass sie es nicht gewusst haben. Das war, die wollten zum Schluss einfach uns mit 100.000 Euro abspeisen und sagen, okay, ich habe 100.000 Euro, wir haben den Spieler und damit passt es jetzt ein kleiner Verein. Die haben uns gar nicht ernst genommen. Ich muss Ihnen, das ist eigentlich der Wahnsinn, dass unser Präsident ist mit unserem Vizepräsidenten nach Köln gefahren. Das war dann im August schon, genau. 22. Der hat den Herrn Keller kontaktiert und gesagt, Leute, lass uns zusammensetzen, lass uns einigen. Wir sind auf die zugekommen. Auf uns ist keiner zugekommen, keiner. Das heißt, ihre Bosse haben sich ins Zug gesetzt und sind nach Köln gefahren und sind dahin und haben einen Kaffee gekriegt. 130 Minuten sind wieder gegangen. Wurden vom Keller abgespeist. So quasi 100.000 Euro, das wurde vereinbart, das ist eine mündliche Vereinbarung. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nein. Ausbildungsentschädigung oder sowas. Genau. Und dann hieß es, dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht mit. Oder die haben ja gesagt, nein, die haben es abgelehnt und ich meine, da hätten sie schon spätestens, hätte jeder 0815 Anwalt oder ein Student, der Jura studiert, hätte sehen müssen, Leute, es ist mit solchen Sachen nicht zu spaßen. Ich meine, das ist ein Profivertrag. Es geht nicht. Es ist nicht so einfach, einen Vertrag aufzulösen. Und die waren sich siegessicher oder die wurden falsch beraten. Wie war denn die Forderung damals Ihres Präsidiums? Weil... Marc, hilf mir, Sommer 22, da reden wir von einem FC, der sowas wie, was hat so für Verbindlichkeiten? Ach, Verbindlichkeiten? Ja. 80 Millionen, war das die Zeit? War das erst 22, das müsste der Höhepunkt gewesen sein mit den 80 Millionen. Also dann hätte ich ja zumindest mit einer kleinen Google-Recherche rausgefunden, bevor ich nach Köln fahre, wenn ich mich jetzt zu Herrn Keller ins Büro setze und sage, ich hätte gern 2,5 Millionen für einen 16-Jährigen, dass er sagt, paar Leute... Da kommt man nicht zusammen. Ging es so los, 2,5 hier und 100.000 da? Nein, es ging nur um, bei uns ging es um die Summe 2,5 Millionen. Uns war es nicht, und uns war es egal, ob es jetzt in einem Jahr, in 5 Jahren, in 3 Jahren, in Beteiligungsgeschäftsmodell oder in Bonusse. Es war wurscht, das war uns wirklich egal. Der Präsident hat gesagt, der Spieler ist es wert, wir haben ein Angebot gehabt. Wir haben es abgelehnt, weil wir keine Kinder verkaufen möchten oder junge Spieler nicht verkaufen wollten. Es ist geschehen, die haben den Vertrag aufgelöst, die haben das alles angestiftet, das wurde ja zum Schluss bewiesen. Wir wollten die Summe haben. Und meiner Meinung nach, wenn ich der Geschäftsführer von der 1. FC Köln gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt, dann hätte ich ein Modell gefunden, wie ich das löse. Das tut halt weh, ich weiß. Aber dann muss man irgendwo was anderes kürzen und das bezahlen. Es ist halt, entschuldige zu sagen, es ist Kacke am Dampfen. Es war wirklich vorauszusehen, es war nicht einfach. Also man hat es gewusst, welche Konsequenzen der Verein hat. Ja, das ist ja auf der Zeitleiste ganz interessant. Wir reden ja von August 22 und 4 Wochen vorher hatten ja ihre Bosse, wenn ich sie so nennen darf, ihre Chefs, Klage schon eingereicht.
Natürlich noch mit 1000 Fristen versehen, also das war alles noch zu bremsen, aber man hat ja schon so ein bisschen gezeigt, worauf es hinauslaufen würde, nämlich auf eine Klage bei der FIFA. Es ist ja nur der einzige Weg. Es gibt ja keinen anderen Weg. Ich kann ja nicht mit dem Baseballschläger anklopfen, weil ich das gerne habe. Es geht ja nicht anders. Wir können ja nur vor FIFA, das ist ja also. Ja. Also die Karten waren ja relativ offen. Absolut. Ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz zurückgehen wollen, weil es ging ja um diese 100.000 Euro vom 1. FC Köln mit diesem mündlichen Vereinbarung mit dem alten Präsidium, dass er für 100.000 gehen darf. Das haben sie gerade als abgekartetes Spiel bezeichnet. Ja. Diese 2,5 Millionen Euro, die sie dann wiederum quasi aufrufen, geht auf ein vermeintliches Angebot von Dynamo Zagreb auch zurück. Auch da gibt es in den Unterlagen unterschiedliche Aussagen. Aus Zagreb von offizieller Seite gibt es eine klare Aussage, inklusive schriftlichem Papier unterschrieben, dass es nie ein Angebot oder ein Interesse von Zagreb gegeben haben soll, diesen Spieler zu verpflichten, auch nicht für diese Summe. Es geht da am Ende um die Rolle von Andy Barra, dem Berater, der dann sehr kurzfristig aus nicht näher genannten Gründen plötzlich nicht mehr vor dem Kass aussagen wollte, offensichtlich weil er selbst in sein Renommee gefürchtet hat. Ist das dann eigentlich nicht quasi, muss man dann nicht auch dann aus Ihrer Sicht sagen, Moment, wenn wir sagen 100.000 Euro vom FC, das war vielleicht irgendwie nicht 100% sauber formuliert, das Zagreb-Angebot, ist das sauber gewesen? Man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wo das Angebot zu uns kam, ich sag mal so, begann das Chaos bei Zagreb. Der ehemalige Präsident, der die ganzen großen Geschäfte für die gemacht hat, für die großen Transfers. Die meisten Transfers hat er der Barra, Andy Barra für Zagreb gemacht. Und der ist ja geflüchtet. Der ist ja bekannterweise jetzt in Bosnien geflüchtet, weil er verurteilt worden ist in Kroatien. Und das gesamte Präsidium, also er und sein Bruder, sind geflüchtet und leben jetzt in Bosnien. So ist es halt. Das sind die Tatsachen, das sind die Fakten. Und die haben damals, das waren die Bosse von Dynamo Zagreb. Und bei denen begann das Chaos. Bei denen hat zu dem Zeitpunkt keiner mehr gewusst, wer hat das Sagen. Die haben ja zwei- oder dreimal jetzt die komplette Leitung gewechselt. Und jetzt zum Schluss, jetzt vor ein paar Wochen, ist ja der neue Präsident da. Was ist jetzt die Wahrheit? Ich habe es ja schriftlich bekommen. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, die haben es mir mündlich versprochen, 2,5 Millionen. Es gab ein Schriftstück, unterschrieben, abgestempelt von der Agentur, die sagen wir, 70% oder 60% der Spieler von Dynamo Zagreb, die großen Transfers gemacht hat, abgewickelt hat. Also, ich glaub's dem. Das war Dezember 21, ist das genau, datiert. Genau. In Köln, es gibt ja auch gegen, ich weiß nicht, ob Sie gegen Sie persönlich, Staatsanwaltschaft Köln, ermittelt wegen Prozessbetrugs. Da geht es ja um dieses Schriftstück, wo man von vornherein gesagt hat, das ist eine Fälschung, wo es ja auch angeblich vom Kass sofort geheißen hat, das Ding ist nicht sauber. Ist Ihnen das erklärt worden, was genau gefälscht ist daran? Oder war schon der Beweis dafür, dass es eine Fälschung war, dass halt Herr Barra gar nicht aufgetaucht ist, um es zu bestätigen? Also ehrlich gesagt, also da wo ich drin saß, wir haben gar nicht, also über das Angebot, ich habe das ja bestätigt, das Ganze, wie ich es bekommen habe, das war ja alles in Ordnung, aber Sie dürfen eins nicht vergessen, der Andy Barra hat, ich weiß nicht, wie viele Transfers gemacht in der Bundesliga. Und der Andy Barra hat... So Dani Olmo, absolut, Josko Guardiol hat er gemacht. Natürlich, jetzt hat er den... Lovromaja. Genau, ja. Das sind ja alles Riesentransfers gewesen. Wollte so. Dejan Ljubicic unberechtigterweise nach Wolfsburg bringen, obwohl er nicht den Auftrag dafür hatte. Entschuldigung. Gut, man kann es ja versuchen. Man kann es ja versuchen, genau. Ja, klar. Nein, es ist ja abgestempelt von dem seiner Firma. Es ist doch eine einfache Geschichte. Ich habe ja das Dokument original, haben wir gesagt, ja. Ich habe es auch. Ich gebe es ja gerne zur Prüfung. Zufällig. Man kann es ja haben. Zufällig hast du es dabei. Ja, genau. Das ist doch, also Beweisstück Unterschrift. 11 steht drauf. Genau. Ja. Aber es ist richtig. Es steht mehr wie das Andy Barra, Unterschrift und Stempel. Jetzt war ich nicht dabei, als das unterschrieben und gestempelt hat. Es ist vom Text ist es ein bisschen seltsam, weil er ja in diesem Brief schreibt, ich habe übrigens schon Guardiol transferiert und Olmo und Meier und habe schon tolle Sachen gemacht und ich hätte jetzt auch Potocnik gemacht. So, dass ich habe noch nie gehört, dass es derartige Briefe überhaupt gibt. Aber gut, wir hatten es jetzt schwarz auf weiß vorliegen. Gab ja aber auch noch die zweite Geschichte, die beim Kastan aufgekommen ist, ihr Vorgänger im Laden
Rodonja hat Ihnen vorgeworfen, dass Sie ihn gebeten hätten, ein falsches Angebot von Manchester City auszustellen. So steht es in den Unterlagen. Das ist ja auch ein nicht ganz irrelevanter Vorwurf. Also ergänzt das ja quasi dann entsprechend zu sagen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich den Rudolf ungefähr, bevor das, ich glaube, 6 Monate davor gekündigt habe. Und er weiß ganz genau, warum. Und glauben Sie mir, dass, wenn Sie den Namen bei uns im Finanzamt eingeben, dann sehen Sie, was das für ein Kerl ist. Und der Richter hat den Rudolf ja gefragt vor Gericht, Herr Rudolf, Sie behaupten gerade, dass der Barisic von Ihnen ein Angebot von Manchester City gefordert hat, also höher wie 2,5 Millionen. Beziehungsweise, Entschuldigung, er hat gesagt, 1,5 Millionen, glaube ich, hat er gesagt. Und dann sagt der Rudolf, ja. Sagt der Herr Richter zu ihm, ja, aber was haben Sie denn mit Manchester City zu tun? Haben Sie für Manchester City gearbeitet? Nein. Sind Sie ein Scout von Manchester City? Nein. Aber wieso dann kleineres Angebot als das, was gerade vorliegt? Ja, wissen Sie, er hat sich das ausgedacht. Es ging jetzt darum, ich hätte mir das ausgedacht. Ich meine, das ist ja schlicht und einfach alles gestellt und gelogen von denen. Die haben sich die Zeugen gebracht. Das ist ja genauso, wie der Goran Šukalo gesagt hat vor Gericht. Wissen Sie, die Mutter hat den Vertrag aufgelöst. Ich weiß zwar gar nicht, weil es war 14 Uhr Nachmittag kam der Fax und 3 Stunden später hat sie bei der ersten FC Köln unterschrieben. Dann habe ich mein Handy genommen, habe ungefähr 50 bis 60 Vereine angerufen und habe mich dann so schnell mit der ersten FC Köln geeinigt. Ich meine, das hat er vor Gericht gesagt. Und ich habe Wochen vorher mit dem Herrn Matze Heidrich und mit den ganzen, also das war ja alles bekannt. Ich meine, das daraufhin hat ja unser Präsident gesagt, das glaubt ja nicht mal meine Oma und die glaubt ja ziemlich alles. Ich meine, wirklich, also das war ja, was soll ich Ihnen sagen? Das Gericht hat ja zum Schluss entschieden. So, ich meine, im Grunde sind wir zum Schluss beide Verlierer. Wir haben einen guten Spieler verloren, wir haben praktisch keine Ablöse bekommen, ja, genau. Und hohe Anwaltskosten. Und der erste FC Köln ist leider Gottes abgestiegen in die zweite Liga und hat 2 Transferperioden und es tut mir wirklich leid. Also das war jetzt zum Schluss, wenn man es nachhinein jetzt betrachtet, das Ganze Niederlage eigentlich für beide. Und es hätte 2-mal verhindert werden können. Jetzt kommen wir wieder zum Punkt jetzt in der Zeitleiste. Jetzt ist wieder August jetzt wir sitzen im Geisbockheim, genau. Beziehungsweise eigentlich sind Herr Delius und Herr Dollinger schon wieder im Zug nach München und zucken die Schultern. Mhm. Immer noch, und das ist ja ganz wichtig, weil das der Moment ist vor dem FIFA-Urteil. Ja. Und vor diesem Drama, dass das Ganze eigentlich erst in Kraft setzt. Man hätte, weil das ja eigentlich der Punkt gewesen wäre, an dem man sich hätte einigen können. Da hätte man es auch völlig geräuschlos machen können. Natürlich. Ich hab später auch mal mit Herrn Dollinger gesprochen und gesagt, Herr Dollinger, können Sie denn nicht, also nach dem FIFA-Urteil, könnten Sie ja nicht sagen, ach, wir haben jetzt doch noch Unterlagen gefunden und die Absprachen jetzt bestätigen, es gibt eine neue Sachlage, sage ich, dann kommt man doch ganz leicht wieder raus. Wir haben ja teilweise versucht zu verhandeln, zu vermitteln, weil wir, also haben es ja auch kommen sehen. Aber da hat der Dollinger dann schon auch gesagt, so einfach kommt man da nicht raus. Man könnte nicht mal eben das Gegenteil behaupten. Trotz allem gab es ja dann kurz vor dem Kassverfahren den Versuch, eine außergerichtliche Einigung herzustellen, beziehungsweise wie auch immer auch ein wenig das Gegenteil dessen zu behaupten, was man vorher gesagt hat, beziehungsweise die Rechtsposition der Gegenseite zu übernehmen, also einen Vergleich zu schließen, was ja nicht unüblich ist und ja auch um ein Haar geklappt hätte. Wir alle kennen mittlerweile Christian Kellers handschriftlichen Aufzeichnungen auf dem legendären DFL-Blog. Genau. Also ich muss dazu sagen, Dr. Dollinger und ich haben uns mit dem Christian Keller, Carsten Wettich war dabei und wie heißt der dritte Geschäftsführer, den vergesse ich immer seinen Namen. Philipp Thüroff. Genau, der war auch dabei. Waren wir zu dritt, haben wir uns getroffen und bei uns am Flughafen in München. Es ging darum, dass wir uns einigen oder wie können wir uns einigen, wie können wir das Verfahren beenden. So. Ich saß drin wie im falschen Film. Es ging um alles andere, mal die ersten 20 Minuten und nicht um die Zahlen oder um den Spieler oder wie wir uns einigen können. Worum ging es? Um was ich früher gemacht habe. Der Christian Keller hat aber mich alles gewusst, was ich vorher gemacht habe, welche Ausbildung oder wo ich früher gearbeitet habe. Dann
ich saß völlig baff da, und habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, ihr müsst uns das sagen, ein Angebot. Wie können wir das machen? Was können wir machen, dass sie aus dem Schlamassel rauskommt und wir zufrieden sind? Bekannterweise ist es, das ist ja das, was unser Präsident immer gesagt hat. Er hat eine Zahl genannt, aber er hat nicht den Zeitpunkt genannt. Ich weiß, dass es schwer ist, für den 1. FC Köln den Verein auf einmal 2,5 Millionen zu zahlen oder 1,5 Millionen. Aber man kann sich einigen auf ein paar Jahre, ist ja kein Problem. Der 1. FC Köln hat eine gute Bonität, man kann das Ganze fakturieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man aus dem Schlamassel rauskommt. Aber es gab keinen Vorschlag von denen. An dem Abend, wo wir uns getroffen haben, haben sie uns auch keine Zahl genannt. Das war das erste Treffen in München, da sprachen wir schon noch über 2,5. Das war schon genau, noch. Genau, das war unsere Forderung. Mhm. Die wollten den Preis drucken, aber die haben keine Zahl genannt. Ja, das geht nicht, das ist zu viel. Aber ich gesagt, okay, dann sagt es halt was. Dann sagt ihr was. Ja, ihr seid doch hergekommen, Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, dann überlegt euch das. Dann lasst euch doch, ist doch viel einfacher. Da soll ja Präsident kommen. Dann macht man ein Treffen mit unserem Präsidenten und dann findet man eine Einigung. Das heißt, so. Die Kölner hatten die erste Instanz verloren. Sie treffen sich in München. Genau. Und zwei Wochen vom sagen Kurs. Ihnen, sagen Sie mal eine Zahl. Genau. Warum eigentlich? Weil ich würde ja eigentlich davon ausgehen, dass, wenn ich die erste Instanz verloren, sage ich ja eine Zahl. Eigentlich schon. Warum? Das war das, was mich verärgert hat. Warum eigentlich so spät erst? Wir haben ja eine Zeitleiste, dass Ende März das Urteil kam, 2023, dann kam Ende Mai die Aufhebung dieses Urteils aus Sicht des FC zunächst einmal. Und dann war ja klar, dass im September am 19. und 20. das Kassverfahren ist. Warum hat man dann erst Ende August, Anfang September dann tatsächlich erst gesprochen? Warum nicht schon einige Zeit früher, um das Ganze nicht unter so einem großen Zeitdruck dann abwickeln zu müssen? Das verstehe ich nicht. Ich habe das nie verstanden, dass Sie nie auf uns zugekommen sind. Ein Christian Keller, dass er mich nicht angerufen hat, vorher schon, auch vor dem FIFA-Urteil hätte es machen müssen. Wir hätten uns 100% geeinigt. Das wäre gar kein Problem gewesen. Aber die kamen ja nicht auf uns zu. Die haben sich Zeit gelassen und es war wirklich zwei Wochen vorher. Die haben, so viel ich es mitbekommen habe, haben sie auch bei unserer Anwaltskanzlei angefragt in der Schweiz, ob sie sie vertreten. Und es war auch schwierig, jemanden zu finden, der sie überhaupt vertritt, weil die Sache so klar war. Und die waren sich am Anfang so siegessicher und dann, die haben es aber auch nicht ernst genommen. Ich glaube, dass der Herr Keller das die ganze Sache unterschätzt hat. Komplett vom Carsten Bettig und der Christian Keller, die haben es total unterschätzt, die ganze Geschichte. Die haben es nicht ernst genommen. Das ist meine Meinung. Wobei ich mich jetzt schon frage, wie dann so die Stimmung war nach diesem ersten Termin. Wie geht man da auseinander? Das war jetzt nicht Negatives. Das war ein ganz normales Treffen, seriös, normal. Wir haben uns dann einen guten getrennt. Das war ja okay. Wir waren positiv. Ich dachte, okay, dann sollen sich halt die Präsidenten treffen. Dann sollen sich nochmal mit unserem Präsidenten zusammensetzen. Und dann okay, das war aber schon dem Zeitpunkt klar. Wir brechen das jetzt hier ab. Genau. Aber wir machen einen Anschlusstermin. Es war nicht so, dass man einander irgendwie den Vogel zeigt und sagt, das wird dir gar nichts nicht. Mehr. Okay. Nein, absolut nicht. Nein, das war. Und dann gab es eben das zweite Treffen. Und dann gab es die sogenannte Einigung. Da hat der Christian Keller dann was auf dem Zettel was geschrieben. Und dann hat mich unser Präsident angerufen und hat gesagt, okay, hat sich das überlegt und lass uns doch einigen, bevor wir jetzt vor Kass gehen und hin und her. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du meinst, dann machen wir das doch so. Das waren drei Säulen, 500.000, genau. Zahlbar, ich glaube, zwei Wochen nach Ende des Prozesses. Genau. Dann beim 10. Bundesliga-Einsatz nochmal 250.000 genau. Und dann eine 10%ige Weiterverkaufsbeteiligung, genau. Was ja nicht 2,5 Millionen sind, erstmal. Sagen wir mal so, der Präsident von uns hat mir das von dem Treffen erzählt, dass der Herr Keller erzählt hat, dass sie einfach die finanzielle Lage bei Köln nicht so toll war. Und dass sie einfach im Moment knapp sind und es ist schwierig, Bundesliga. Und im Nachhinein haben wir dann erfahren, dass die einfach mal 10 Millionen in das Geisburg haben, beziehungsweise das Nachwuchszentrum reinstecken. Und das sind so die Sachen, die wir nachhinein alles erfahren haben, dass er uns auch verärgert hat. Und unser Präsident ist ein Gutmütiger und will sich eigentlich einigen. Es ist, wir einigen uns, also bei solchen Sachen einigen wir sich. Das ist wirklich, ich verstehe es immer noch nicht, dass es so gelaufen ist, muss ich ehrlich sagen. Wobei das der, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist man dann auseinandergegangen, die Kölner sind nach Hause geflogen und waren sich ziemlich sicher, dass das funktionieren würde und dann, aber die
die große Fassungslosigkeit. Es gab das Handschriftliche, dann ist am selben Tag gab es noch ein Word-Dokument, eine Seite A4, kurz zusammengefasst, hin und her geschickt, ja, haben wir uns richtig verstanden. Und daraus ist ja dann ein 7-seitiger Vergleich geworden. Liegt ja alles vor und der las sich dann wie ein seriöser Vergleich in einer Geschäftsbeziehung. Dass der dann geplatzt ist, hat aber, glaube ich, die Kölner am meisten überrascht. Ja, gut. Wir hätten, sagen wir mal so, hätten wir uns, bevor das FIFA-Urteil gesprochen worden ist, geeinigt oder wäre das Ganze passiert, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Mhm. Aber es wurde ja schon ein Urteil gesprochen und wir haben ja schon die Beweise haben wir ja offengelegt. Und ich kann jetzt nicht nachhinein sagen, heute ist das Glas schwarz, morgen ist es weiß. Mhm. Und es war weiß, es ist schwarz. Das geht ja nicht. Also wir hätten eine Falschaussage tätigen müssen oder sollen, damit wir die FIFA aushebeln. Problem waren ja nicht wir. Es waren zwei Verfahren. Einmal, wir wollten ja quasi die Entschädigung und FIFA wollte die Sperre. Ich habe ja von der Sperre nichts. Ja. Aber FIFA hat ja nicht losgelassen. Und das war auch interessanterweise auch das Schlussplädoyer von der FIFA. Auch die FIFA hat ja keine Fragen gestellt, weder an uns noch an die Kölner, während dem ganzen Verfahren. Und zum Schluss ist dann der Herr von der FIFA aufgestanden und hat dann Fakten auf den Tisch gelegt. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dann hat er gesagt, es ging um Versprechungen. Mhm. Es ging um die, weil es ging darauf hinaus, es wurde versprochen, das wurde versprochen, dass er spielt, er wurde versprochen, dass er bei der ersten Mannschaft ist, es wurde versprochen, dass er 100.000 Euro gehen kann. Hat er gesagt, wissen Sie was, ich komme aus Mexiko. Mexiko ist ja bekannterweise nicht so, ist kein reiches Land, lebt eher in Armut. Und ich habe früher Fußball gespielt mit 14 Jahren und mein Trainer hat mir jede Woche, Anfang der Woche hat er mir versprochen, dass ich am Wochenende spiele. Er hat gesagt, ich muss Gas geben und du wirst am Wochenende spielen. Ich habe meine ganze Familie aufgerufen, alle waren da, es kam Samstag, ich habe schon wieder nicht gespielt von Anfang an. Ich war sauer und am Montag ging es wieder los. Du wirst spielen, es wurden mir immer wieder Sachen versprochen. Und es war auch ein Zeichen, das ist auch ein Zeichen an alle anderen kleinen Vereine, das hat er auch gesagt, wir in Mexiko haben die Möglichkeiten nicht, wie zum Beispiel der 1. FC Köln. Wir haben die Plätze nicht, wir haben auch die GPS-Systeme nicht. Wir haben auch keine Kameras, die analysieren. Aber wir spielen auch Fußball. Und unsere Kinder wollen auch Fußball spielen. Das geht halt nicht. Und dann hat er sich gedreht zum Christian Keller. Hat er gesagt, Herr Keller, Sie haben, einer der Gründe war ja auch so, dass der Kleine quasi besser vermarktet wird bei der 1. FC Köln, was ja auch stimmt, wie bei Olympia, klar. Mhm. Ist ja gleich viel mehr wert und das Ganze. Aber wenn dieser Urteil jetzt durchkommt, dann sind Sie der Nächste, der verliert. Weil da kommt nämlich Real Madrid und sagt, wir sind die besten drei Spieler von der 1. FC Köln. Wir sind Real Madrid, wir sind die Nummer 1 in Europa, wir sind einer der besten Vereine in Europa. Wir nehmen die da. Bei uns werden eure Spieler, wenn bei uns besser vermarktet, vielen Dank, wir zahlen die Ausbildungsentschädigung oder die kleinen Verträge aus und nehmen die Spieler mit. Zum Schluss war das auch ein Sieg für die kleinen Vereine. Um die kleinen Vereine zu stützen und da ein bisschen zu schützen vor solchen Geschichten. Und ich finde es auch gut, das Urteil nachhinein, dass es einfach heißt, es geht nicht so einfach, ein Top-Talent zu nehmen, weil wir müssen auch irgendwann mal unsere Fixkosten zahlen. Wir stecken ja auch einiges in die Akademie. Wir haben auch einige Fixkosten. Das ist nicht so einfach. Überall, ob es bei uns in Slowenien oder in Mexiko oder in Tunesien, Marokko, es wird überall Fußball gespielt und der Rasen ist in Marokko vielleicht anders wie hier in Köln oder bei Madrid, aber Vertrag ist Vertrag. Das heißt, das Thema Vertragsstabilität, das der FIFA sehr viel bedeutet, das war womöglich am Ende die größte Hürde, über die der FC nicht mehr gekommen ist. Genau. Trotzdem hat die FIFA oder soll die FIFA ja durchaus signalisiert haben, nach dem Motto, wenn ihr tatsächlich neue, in Anführungsstrichen, Beweise, also eine veränderte Sachlage präsentiert, dann wären wir bereit, dann quasi das dann zurückzuziehen, beziehungsweise das dann zu akzeptieren, dass es einen Vergleich gegeben hat. Es hätte die neue Sachlage benötigt.
Und die sollen, neue Sachlage muss man ja formulieren. Es geht ja immer am Ende um diese mündlichen Absprachen zwischen dem Präsidium, alten Präsidium und dem Spieler. Hätte man da nicht auch aus Ihrer Sicht Perspektive sagen können, naja gut, es sind mündliche Absprachen, man hat sich am Ende nochmal zusammengesetzt, nochmal ausgetauscht, nochmal wirklich alle mündlichen Absprachen geprüft. Sie hätten sagen können, okay, wir haben jetzt neue Informationen erhalten und der 1. FC Köln, man einigt sich, denn am Ende, Sie konnten ja absehen, dass Sie auch am Ende auf Ihrem Geld sitzen bleiben würden. Absolut, bloß wir hätten eine falsche, also wir hätten lügen müssen. So hart, wie es auch klingt. Ich kann doch nicht, wir haben alles vorgelegt, wir haben der FIFA, vor der FIFA gewonnen, die Beweismittel wurden, ich kann doch nicht nachhinein sagen, es war anders. Wir hätten aber eine falsche Wissen treffen müssen. Aber ja, Wissen, ja. Die Frage ist ja, hätten Sie wirklich lügen müssen, weil denn am Ende, Sie können ja nicht 100% genau wissen, was zwischen dem alten Präsidium und dem Spieler besprochen wurde. Sie waren ja nicht dabei. Ja, aber es gab ja nichts Schriftliches. Das heißt, Sie hätten theoretisch sagen müssen, ich habe bei mir im Schreibtisch noch was gefunden, da steht drauf, 100.000 Euro, er kann gehen. So ungefähr. Ich kann es nicht. Ich glaube, es sind schon schlimmere Geschäfte gemacht worden im Weltfußball. Denke ich auch, aber ich kann es leider nicht. Also ich schlafe lieber ruhig und bin lieber ehrlich und es ist halt so, wie es ist. Wir haben auf viel Geld verzichtet. Es ist viel Geld, auch für uns. Aber wir haben die Wahrheit gesagt, wir sind bei der Wahrheit geblieben und wir haben uns nicht irgendwie bestechen lassen wollen und beziehungsweise wir haben, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache es nicht. Der Präsident hat sofort abgelehnt, irgendwelche Falschaussagen nachhinein zu treffen, machen wir nicht. Also ich habe hier auch nochmal diesen FC ausformulierten Vertrag liegen auf Englisch und da steht aber auch drin, dass die Olympia-Jubiana-Seite akzeptiert und wahrnimmt, dass man im guten Willen gehandelt hat und dass man nichts von dem mündlichen Agreement gewusst hat. Und am Ende ein mündliches Agreement gibt es nicht schriftlich. Also Sie hätten ja nichts irgendwo in der Schublade finden müssen. Man hätte sich noch quasi, so wie ich diesen Vertrag lese, hätte man sich nochmal hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, wir lassen uns nochmal wirklich alles im Detail, was diese mündlichen Vereinbarungen geht, erklären und man akzeptiert dann im Nachhinein, dass diese mündlichen Vereinbarungen auch Vertragswirksamkeit hatten. Das hätten Sie, so wie ich es verstehe, akzeptieren müssen. Frage, ob das überhaupt durchgekommen wäre. Das ist die erste Frage und zweitens wäre das genau das Gegenteil, was wir vorher behauptet haben. Mhm. Also ich kann jetzt im Nachhinein sagen, es hätte noch was sein können. Natürlich ging es um viel Geld, aber es wäre falsch, es wäre gelogen. Es war ja nicht so. Wir sind dabei geblieben bei der Wahrheit und zum Schluss ist dann so gekommen, wie es ist. Die FIFA veröffentlicht ja jedes Jahr einen Report über die FIFA-Urteile und wie die vor dem CAS dann bestanden haben oder auch nicht. Und man ist ja sehr stolz darauf, dass eigentlich fast jedes FIFA-Urteil vom CAS bestätigt wird. Mhm. Hatten Sie im Verlauf der Verhandlungen den Eindruck, dass die FIFA wirklich alles dafür geben würde, dass der 1. FC Köln nicht davonkommt? Ich glaube, der FIFA ging es nicht um den 1. FC Köln, der FIFA ging es darum, die kleinen Vereine zu schützen und einfach, dass solche Sachen nicht mal vorkommen. Weil wenn der 1. FC Köln in dem Beispiel jetzt damit durchgekommen wäre, ja, dann wäre ja Chaos, dann wäre es ja vorbei mit den ganzen kleinen Vereinen. Was meint ihr denn mit dem Urteil? Da wäre jeder kleine Verein, wäre es vorbei. Dann brauchen wir ja gar keine Ablösung mehr zahlen, das wäre Chaos. Und darum ging es der FIFA. Das ging jetzt nicht, der FIFA ging es, glaube ich, nicht darum, den 1. FC Köln zu schädigen. Das war jetzt blöderweise in der ganzen Geschichte, war der 1. FC Köln verwickelt oder in der Olympia Ljubljana. Hätte genauso was, weiß ich, in Maribor oder Dinamo Zagreb mit Dortmund sein können. Hm. Es ging darum, es geht immer noch darum, die kleinen Vereine zu schützen. Und wir haben eigentlich im Grunde auch für die kleinen Vereine gekämpft. Und zum Schluss haben wir halt gewonnen. Was bereuen Sie? Bereuen Sie vielleicht irgendetwas am Ende dieses ganzen Verfahrens? Es war ja lange und am Ende für viele Seiten enttäuschend. Gibt es irgendwas, was Sie sagen, das hätte einfach nicht sein müssen? Ich bereue nichts, weil wir lieber bei der Wahrheit geblieben sind. Mir tut es halt leid für den 1. FC Köln, weil ich weiß, wie hart es ist, so einen Verein zu führen.
mit den tollen Fans, mit den ganzen jetzt, denen die Möglichkeit, wir können nichts dafür. Wir wollten ja nicht, dass der 1. FC Köln gesperrt wird. Wir wollten eine Entschädigung haben, es sind zwei Verfahren. Aber zu dem Zeitpunkt, wo sich Köln befunden hat, also damals waren ja, glaube ich, sowieso auf dem Abstiegsplatz, damals in der Winterpause auch schon, und dann nochmal die Sperre und dann für zwei Spielzeiten. Also das habe ich schon bereut, und das ist das Einzige, wo ich sagen würde, oh, das hätte man doch irgendwie umgehen können, dass einfach der 1. FC Köln genauso die Transfers tätigen kann wie die ganzen anderen Bundesliga-Vereine, dass sie genau die gleiche Möglichkeit haben, und wenn sie dann absteigen, dann steigen sie halt ab. Aber so war es halt wirklich hart, auch mit den ganzen Verletzungen, was sie hatten. Es war nicht einfach für die. Und das tut mir schon leid. Und das ist wirklich, also das war nicht persönlich jetzt gegen den 1. FC Köln von unserer Seite aus. Also ich hätte mir gewünscht, dass der 1. FC Köln auch weiterhin in der Bundesliga spielt. Der 1. FC Köln gehört in die Bundesliga. Aber es ging halt, wie gesagt, es ging nur darum, wie haben wir nichts getan. Wir haben ja keinen Spieler von der 1. FC Köln genommen, wir haben ja keinen Spieler gestohlen, wir haben ja nichts hintenrum abgewickelt, und wir haben uns nur verteidigt, im Grunde. Und wollten eine Entschädigung haben für den Spieler, der sich entschieden hat, schon Monate bevor das überhaupt losging, für den 1. FC Köln. So einfach ist es. Jetzt hat Jaka Potocnik nach wie vor nicht für die Profis gespielt. Wie nehmen Sie ihn wahr? Was haben Sie damals auch, als Sie ihn noch als Spieler in Ihrem Verein hatten, was war so Ihre Prognose, was war so Ihr Gefühl, als Sie ihn gesehen haben? Ja, es ist so, man unterschätzt ihn. Man hat den Šeško auch unterschätzt. Sie dürfen nicht vergessen, Benjamin Šeško wurde auch transferiert. Damals war ein junger Kerl, war genauso alt wie der Jaka, glaube ich, Čuka Potočnik. Ist er damals zu Red Bull Salzburg gewechselt worden, transferiert worden. Und wo ist er jetzt? Von dem hat man gar nichts gehört. Ein, zwei Jahre, den haben sie aufgebaut. Und plötzlich haben wir jetzt, wie viele Top-Stürmer haben wir denn auf der Welt? Wir haben einen Haaland. In der Klasse haben wir, und Šeško ist da unter Top 3, 4 Top-Stürmern der Welt momentan. So sehe ich das. Vor allem ist er noch jung. Und was ist der Spieler jetzt wert? Und der Jaka wurde uns mehr oder weniger gestohlen, und wir haben eine kleine Entschädigung dafür bekommen. Der Junge kann ja nichts dafür. Ich meine, das ist ein Kind. Der ist ja mit 16 Jahren, hat er seinen ersten Profivertrag. Wie alt ist er jetzt? Glaube ich, 19 ist er jetzt, glaube ich. Er hat bis jetzt keine... Viel ist es auch nicht einfach. Jetzt glaube ich in Köln, wird ihm wahrscheinlich viel Leid auch getan. Also quasi, dass er ist mitschuld an dem Abstieg, aber so ist es nicht. Das ist ein kleiner Junge, der Fußball spielen will. Und der Gas gibt, der trainiert, der lebt seinen Traum. Und das tut mir schon leid für den Kleinen. Der wurde ja auch gesperrt, obwohl das Kind eigentlich gar nichts dafür kann. Ich meine, die Hauptschuldigen sind der Berater und die Mutter. Nicht mal der Vater. Der kann ja nichts dafür. Glauben Sie mir. Der Berater und die Mutter sind diejenigen, die das Ganze geplant haben, zusammen mit den Hinterleuten von der 1. FC Köln. Christian, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Und was du hier sagen darfst. Nein, das ist ja der ganze Vorgang brennt uns ja allen auf der Seele, weil wir nach wie vor ja auch, merken Sie auch, weil auch viel Unverständnis da ist und wir immer wieder uns fragen, ja, wie konnte es so weit kommen, wie konnte das alles passieren? Und ich habe da nach wie vor keine Antwort drauf. Ich habe eine Antwort drauf. Ich kann es Ihnen ehrlich sagen, weil es gibt ja die drei Schuldigen dafür, meiner Meinung nach. Das ist einmal der Geschäftsführer und einmal der Rechtsanwalt vom 1. FC, der Carsten Wettig. Und der dritte ist der Präsident. Die drei sind dafür verantwortlich. Und dann braucht man nicht drüber reden und versuchen, irgendwie irgendwas schön zu reden oder eine Ausreden. Olympia kann ja nichts dafür, wir können ja nichts dafür, wir haben ja nichts getan. Aber zum Schluss sind drei oder vier Leute, die den Verein führen, der Geschäftsführer, und die haben ganz genau gewusst, worum es geht. Und die haben falsch gehandelt. Und jetzt nachhinein zu sagen, ja gut, wir sind jetzt abgestiegen, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht in letzter Zeit verfolgt, aber die drei sind schuld, oder die vier Leute, wie heißt denn der noch, ich habe vergessen immer seinen Namen, den zweiten Geschäftsführer. Philipp Thüroff, der genau. Finanzchef. Er hat zwar auch mit unterschrieben, glaube ich, damals, ja. Aber wer ist,
Ich weiß, dass unser Präsident versucht hat, den Präsidenten von 1. FC Köln noch zu kontaktieren und mit, über einen Zwischenmann zu, mit ihm als Präsident zu Präsident eine Lösung zu finden. Und es war von Anfang an die Sache, dass unser Präsident eine Lösung haben wollte. Wir wollten eine Lösung haben. Zum Schluss haben wir ja nachher nichts davon gehabt. Also was haben wir davon, dass der 1. FC Köln in der zweiten Liga jetzt spielt oder dass wir jetzt den Köln geschädigt haben, dass wir die zweimal transferieren können? Die Verantwortlichen von 1. FC Köln sind für die Misere schuld. Und da gibt es nicht recht, das ist der Fakt. Und jetzt, wenn Sie sehen, nachhinein, wir reden ja immer von 2,5 Millionen, ja, da, wie viel Geld verliert der 1. FC Köln jetzt, die nächsten 2 Jahre? Viel Geld. Christian? Deutlich mehr, ja. Wir haben uns heute Morgen noch mit den allein mit den Fernsehannahmen beschäftigt, die ja mal über den Daumen 25 Millionen pro Jahr. Ja, pro Jahr. Jetzt haben Sie die Schuldigen benannt, Ihrer Meinung nach, die Hauptbeteiligten. Es gab ja bislang, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, es gab ja noch keine Rückschritte in Köln und auch noch keine Schuldeingeständnisse. Bislang ist ja Jörg Jacobs der Mann, von dem man sich getrennt hat. Wie haben Sie Jörg Jacobs wahrgenommen im Ganzen? Er scheint ja... Ganz ehrlich, ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Ich habe mit ihm weder Kontakt gehabt. Ich habe die Sachen jetzt mal nachgelesen. Das war ja auch einer von den Leuten, die Schukalo das Ganze abgesprochen hatten. Aber ich kenne den nicht, ich habe noch nie Kontakt zu dem gehabt und der war auch einer der Mitbeteiligten dazu, hintenrum auch noch. Aber es ging immer darum, was sagte Jörg Jacobs, aber wer ist ja zum Schluss gewesen, wer hätte sich einigen können? Wer hätte eine Lösung finden können? Okay, Jörg Jacobs ist weg, der Vorstand ist da, der Geschäftsführer ist da, er muss doch handeln. Er muss doch sagen, Leute, wir wissen, wir brauchen eine Verstärkung. Was passiert, wenn sich die Spieler verletzen? Und das passiert, es trifft genau drauf. Die Stürmer verletzen sich, die können nicht nachkaufen, die können nicht verpflichten. Und was machst du aber dann, wenn du absteigst? Kommt das nächste Problem jetzt. Was machst du jetzt in diesem Sommer? Die besten Spieler gehen weg. Spielst du mit der U19 oder U23? In der zweiten Liga, wo jetzt Schalke seit Jahren oder der HSV probiert aufzusteigen, es ist nicht einfach. Und da reden wir von viel mehr Geld wie von 1,5 Million plus irgendwelche Bonusse. Mhm. Also wer hätte handeln müssen? Der Geschäftsführer? Wo ist der Rechtsanwalt, der daneben stand? Der hätte ihm zumindest sagen müssen, hallo, entschuldige mal, lass uns doch das Ganze überdenken, lass uns doch einigen, es steht doch viel mehr auf dem Spiel, wie die popligen, sagen wir so, 1,5 bis 2,5 Millionen. Und jetzt nachhinein, glauben Sie mir, das sind 100 Millionen, wenn sie es nachhinein alles zusammenradieren. Je nachdem, wie lange das jetzt läuft mit der zweiten Liga. Aber Sie glauben wohl selber nicht, dass der 1. FC Köln sofort aufsteigt mit der U23 oder mit der U19. Ich habe optimistische Theorien, aber die behalte ich erstmal vor mich. Ich hoffe, dass Jakob Czubak-Potocznik dreimal trifft. Aha. Im letzten Spiel und der 1. FC Köln aufsteigt. Dann komme ich nochmal hierher und wir trinken zusammen. Vom ganzen Herzen will ich das Ganze wünschen. Aber das ist schwierig. Es ist nicht einfach. So, ist doch eine hoffnungsvolle Note so zum Abschluss. Finde ich auch, das wollte ich gerade sagen. Persönliche Worte. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das doch mal zum Anlass mit dieser Hoffnung, dass Jacka dreimal trifft am 34. Spieltag im Mai 2025. In welchem Spiel oder gegen welchen Gegner dann auch immer, aber so dass es für den FC noch darum geht, nach oben wieder zu kommen. Das wäre doch ein schöner Ausklang dieser Saison und ein schöner Ausklang für das, was passiert ist und das dem FC sicherlich noch einige Jahre verfolgen wird. Ich würde mal sagen, Christian, wir schließen an diesem Abend mal die Diskussion ab. Igor Barisic, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Daumen für nächstes Jahr. Wie gesagt, auch wenn Sie mir nicht glauben, ich bleibe weiterhin Fan. Und ich hoffe, dass Jakob Czubak-Potocznik wirklich trifft am letzten Spieltag. Vielleicht gegen Schalke. Ich glaube, die Hoffnung teilen ganz viele Leute da draußen, auch von euch.
In diesem Sinne auch von unserer Seite aus ein Dankeschön an die Organisatoren von Losma Schwade für diese Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger, ich sag's nochmal, Reporterlegende. auch dir vielen Dank. Und dir natürlich vielen Dank. Nicht nur für die freundlichen Worte, sondern auch, ihr seid hier tolle Gastgeber. Vielen Dank. Sehr schön. Dank. Sehr gerne. Seid gerne wieder willkommen hier im Geist Blockheim, sage ich jetzt mal. Sage ich auch immer aus Versehen. Siehst du, oder? Ich bin sogar der Meinung, dass das irgendwann mal ein Versprecher war in einer Pressekonferenz und dann wurde auch irgendwann mal das Geist Blockheim gesagt. Liebe Leute da draußen, euch noch eine ganz schöne Zeit in der Sommerpause, die ihr jetzt dann für alle beginnt. Der 1. FC Köln hat eine Aufarbeitung dieses großen Themas noch angekündigt. Ein Gutachten steht noch aus, dass wir uns alle noch hoffentlich anschauen dürfen oder zumindest die Resultate daraus serviert bekommen. Wenn ihr Lust habt, dann lasst auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wie ihr über das Thema denkt. Und wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch sehr intensiv verfolgen, wie der FC das Ganze aufgearbeitet hat. Denn zur Wahrheit gehört natürlich auch, warum sitzen wir heute zusammen? Weil vom 1. FC Köln in den letzten Monaten seit der Mitgliederversammlung, nein, nicht der Mitgliederversammlung, dem Mitgliederstammtisch am 10. Januar weiterhin nichts gekommen ist. Insofern, irgendwann müssen wir uns des Themas mal wieder annehmen. Nach der Saison war der Zeitpunkt gekommen. Insofern nochmal ein Dankeschön an euch da draußen, die zugeschaut haben, und euch allen eine sehr schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.